Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen. Die Reiselust der Österreicher hält auch 2018 an. 88% wollen weg. Die UEFA-Reisekompass-Studie zeigt, die Österreicher wollen öfter in den Urlaub fahren als noch im Vorjahr. 2018 wollen mehr als ein Drittel der Österreicher öfter verreisen als im Vorjahr. Der Großteil der Befragten, und da vor allem wieder die Jungen, geben an, dass sie bis zu 3-mal in Urlaub fahren möchten. Für knapp ein Drittel der Österreicher ist 2018 die Urlaubskasse besser gefüllt als im Vorjahr. Und das Gut Urlaub hat an Bedeutung gewonnen. Doch das Reiseverhalten der Österreicher hat sich aufgrund der instabilen weltpolitischen Lage verändert. Ja, auf jeden Fall ist schon wichtig, wo man hinfährt und sich zu informieren, ja. Also arabische Staaten oder Ägypten oder wie auch immer ist sicher kein Thema. Ja, in den Osten würde ich jetzt nicht so gerne fahren, ja. Obwohl ich von dort komme, aber würde ich jetzt nicht gerade empfehlen. Was wir unternommen haben seinerzeit, würden wir heute nicht mehr machen. Nein? Nur Ostanatolien, an die syrische, irakische Grenze. Ich suche mir dann schon etwas aus, wo es sicherer ist, wo man sich auch besser fühlt. Und weiß ich nicht, also zum Beispiel USA finde ich ganz schön. Im letzten Jahr haben 55% der Österreicherinnen und Österreicher gesagt, sie wollen bestimmte Auslandsdestinationen meiden. Heuer sind das sogar 80%. Wir haben festgestellt, dass die Österreicherinnen besonders das Expertenwissen, Service und Sicherheit im Reisebüro schätzen. Und dies nicht nur aufgrund der weltpolitischen Situation, sondern auch wie zuletzt bei Situationen wie Air Berlin und Flyniki, die wir hatten. Am beliebtesten sind daher nach wie vor europäische Reiseziele. Italien und Kroatien führen das Ranking an, dicht gefolgt von Deutschland. Absoluter Gewinner auf Platz 3 ist Griechenland. Bei den Städten zählen Amsterdam und Berlin zu den beliebtesten Destinationen. Fernreisende zieht es am liebsten in die USA, Thailand und Kuba. Die beliebtesten Städte außerhalb Europas sind New York, Los Angeles und Miami. Wir stellen schon jetzt einen enormen Ansturm auf bestimmte Destinationen fest. Zum Beispiel Griechenland liegen wir jetzt schon in den Vorausbuchungen 30% über den Vorjahreswerten. Wir gehen deshalb davon aus, dass kurzfristig begehrte Termine und auch sehr beliebte Hotels einfach nicht mehr verfügbar sein werden. Wir schauen uns das meistens, wenn wir buchen, schauen wir uns das ein halbes Jahr vorher an und dann besorgen wir uns auch das Material und schauen halt, dass wir schon 2-3 Monate vorbuchen. Wenn wir zurückkommen, bestellen wir dasselbe, das gleiche wieder. Relativ früh. Also Flüge ein halbes Jahr vorher, weil sie billiger sind. Die Österreicher sind nicht nur Frühbucher, sondern auch Individualisten und Kreuzfahrer. Und ein weiterer Trend ist, es geht weg von Shoppen, Party, mehr hin zu Ruhe, Entspannen, Zeit mit der Familie verbringen. Der Österreicher braucht gute 16 Stunden, von der Ideenfindung bis zur Buchung. Planung ist ihm wichtig, damit der Sprung ins kalte Wasser rein der Erfrischung dient.